So, guten Morgen, willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, genau. Let's Play Desktop. Wir Let's Playen hier mal meinen Desktop und es ruckelt gerade ein wenig. Ich minimiere mal dieses Fenster. Und ja, nein, also kleines Ankündigungsvideo. Ich nicht spreche in Deutsch. Und zwar gehe ich ab Anfang September, also diesen hier, ne, wieder auf Schule. Von daher wird unter der Woche wohl gar nichts mehr an Videos kommen. Und Wochenende muss ich dann mal schauen. Also je nachdem, wie es in der Schule dann läuft, kommt dann entweder am Wochenende Videos normal, also wie bisher, beziehungsweise ein paar weniger, weil ich halt Sonntagnacht nicht mehr hochladen kann dann. Bisschen schwierig, wenn man direkt in dem Zimmer, wo man wohnt, kein Internet hat und meinen Laptop irgendwo in der Bamba rumstehen lassen. Ist, glaube ich, nicht so die Mega-Idee, wenn ich den wiedersehen möchte. Ach was, den nimmt keiner mit. Stimmt, so alt das Ding ist. Wäre schon ein bisschen dämlich, das mitzunehmen, ne? Ja, das geht dann halt im Schuljahr, ne? Bis irgendwann Juni, Juli, irgendwas, keine Ahnung. Und, ja, jetzt gehe ich mal wieder hier auf meinen Kalender zurück. Na komm, was sind wir denn? Wir sind im Juli, das heißt, es dauert noch, naja, nicht mehr ganz 2 Monate. Bis das wieder anfängt. Bis dahin werde ich sicherlich noch das ein oder andere Video hochladen. Nein, ich lade keine Videos hoch. Pfff, mach ich nie. Wann habe ich das letzte Mal ein Video hochgeladen? Also gut, gerade lade ich Videos hoch, aber das ist kein Argument. Und es regnet übrigens in Ebern. Ja, kann nicht schlimmer sein als das Geröhre von meinem Rechner, das er gerade macht. So, das war Punkt 1. Haben wir noch was vergessen? Ja, also wie gesagt, ist ein Jahr und dann schauen wir weiter, ob ich dann bestehe und studieren gehen kann oder nicht bestanden habe und nicht studieren gehen kann. Ja, ja, das war Punkt Nummer 1. Jetzt kommen wir mal zu Punkt Nummer 2. Dazu machen wir mal dieses Fenster auf. Ich habe da mal was vorbereitet, ne? Und zwar meine Internetseite. So, das war Punkt Nummer 2. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Ja, genau. Ich mache das total nach Skript. Ich habe hier Zettel liegen. Das weiß ich nicht, ob man das hört. Moment, Moment, das ist besser. So, Zettel, ne? Oh, Versicherung. Nicht wichtig. Die wollen nur Geld. Das kann man ignorieren. Punkt 3 waren wir jetzt, ne? Nein, Punkt 4. Punkt 3 war das Skript. Ja, ich ziehe dieses im Prinzip unwichtige Infovideo auf 2 Stunden Länge, habe ich mir jetzt gedacht. Ich habe nämlich jetzt nichts zu tun. Zu meinen Projekten, dem ja einige Leute schon, na gut, im Prinzip nur Dämon. Es ist nur Dämon. Seit geraumer Zeit auf die Nerven geht. Ich soll auch kommerzielle Projekte Let's Playen, weil das machen alle und ja. Hab überlegt, ob ich das vielleicht mal machen werde irgendwann. Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare, damit ich sie dann ignorieren kann, wie ich das immer tue. Oder sie vergessen kann. Was ziemlich auf dasselbe hinausläuft. Warum nicht die ganze Zeit mit meinem Kopf? Weil ich, glaube ich, da bald Schmerzen habe. Ja. Was uns auch wiederum zu den nächsten Projekten führt. Also, das erste Hauptprojekt habe ich ja momentan Dune 2000. Das Dämon immer noch nicht angeguckt hat. Verdammt. Was macht er den ganzen Tag? Spielt an sich rum. Ja. Da werde ich es weiterhin so belassen, dass ich immer so abwechselnd so einen Shooter und dann wieder ein Echtzeitstrategie-Spiel spiele. Das passt gut zusammen, ne? Man muss bei keinem von beiden viel denken, einfach nur geradlinig drauf. Es passt schon, ne? Deswegen wird nach Dune 2000 dann auch Turok 1 kommen.
wenn sie es dann aufnehmen lässt, dann. Danach soll theoretisch Tiberian Sun kommen. Wenn sie das dann endlich mal richtig aufnehmen lässt. Das will nämlich nicht sich mit nichts aufnehmen lassen. Doch mit Camtasia angeblich, aber da habe ich dann wieder Probleme. Weil, und so einen Shot will man eh nicht benutzen. Ja, wenn Tiberian Sun immer noch nicht geht, was ich mal annehme. Weil das geht jetzt schon seit Fraps Version 3.1.4. Ich habe doch hier so eine lange Liste, was ich alles. 3.2.4 ist die älteste, wo ich habe. Bin ich noch eine ältere? Egal. Geht das schon nicht und es wird sich wahrscheinlich in naher Zukunft nicht ändern, dass ihr das irgendwie mal mit nichts aufnehmen lässt. Also gut, ich könnte es mit Videokamera abfilmen, wenn ich eine Videokamera hätte. Mein Laptop hat eine Kamera mit der Qualität scheiße. Oder noch beschissener. Sieht bestimmt total toll aus. So überhaupt nicht. Wenn das nicht geht, was ich wie gesagt annehme. Und gut, es wird wahrscheinlich außer erzkonservativ niemand interessieren sowieso überhaupt, weil außer ihm guckt das wahrscheinlich sowieso keiner. Mir hat sogar einer mitgeteilt, dass er das Let's Play nicht guckt. Und am 31. Video oder so, oder 30. Ich guck's nicht, deswegen schreibe ich jetzt in deinem letzten Video, dass ich das nicht gucke. Ja, was auch immer. Gut, Delfino guckt's, aber der guckt eh jeden Scheiß. Das zählt nicht. Wo war ich jetzt? Tiberian Sun, genau. Als Alternativprojekt hätte ich dann viel. Das ist schlimm. Also, ich könnte erstes Mal, wenn ich kommerzielle Spiele spiele, wo habe ich es denn liegen? Ich habe sie irgendwo liegen. Irgendwo liegt es sogar mal original, ja. Ja, ich habe gelegentlich auch mal Spiele original. Gelegentlich. Es passiert so zufällig. Den Nachfolger von Dune 2000 spielen, Battle of Dune oder so. Nee, Schlacht um Dune. Ja. Emperor, Schlacht um Dune, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Basiert, glaube ich, auf derselben Engine wie Alarmfoto 2, beziehungsweise Alarmfoto 2 basiert auf der Engine. Könnte ich mich jetzt auch täuschen, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ist auf jeden Fall schon mal ein ordentlicher Fortschritt zu Dune 2000. Es dauert aber auch viel länger, weil man da wesentlich mehr Missionen machen darf, wenn man möchte. Das waren natürlich alle völlig sinnlos, immer dasselbe Scheiße. Also alle. Aber sonst nichts zu tun, ne? Außer immer wieder dieselben Missionen zu spielen. Alternativ dazu hätte ich auch noch, was ich auch gerne mal spielen würde, Earth 2140. Habe ich auch gerade das Intro hochgeladen. Beziehungsweise allgemein die Earth-Reihe. Also den ersten Teil 2140 habe ich noch überhaupt nicht gespielt. Das könnte ich theoretisch als Amiga-Projekt machen, wenn ich die Amiga-Version irgendwo finden würde, aber schwierig. Gut, wer. Das hat mich sowieso gewundert, dass das Spiel noch für eine Amiga rauskam. Es kam 97 raus. Das ist, also das würde sich auch aufnehmen lassen. Problemlos. Inklusive beide Mission Packs hätte ich das im Angebot. Und dann könnte ich damit anfangen, die Trilogie zu Let's Playen. Weil ich den zweiten Teil Earth 2050, was schon wieder eine eigenständige Trilogie ist, ein sehr gutes Rollenspiel, genau. Echtzeitstrategiespiel, Rollenspiel. Wo ist der Unterschied? Ist alles dasselbe Scheiß. Nein, sehr gutes Echtzeitstrategiespiel. Weil ich glaube, da würde ich wahrscheinlich ewig spielen, weil man einfach nur 2 Milliarden Sachen erforschen kann und Einheiten selbst bauen kann und ich mag das. Also wenn man Warzone 2100 Let's Play geguckt hat, der weiß, was ich mit Forschen meine. Und Zeug zusammenbauen, das ist böse. Und bei Earth 2050 ist es, glaube ich, noch irgendwie schlimmer. Obwohl,
Kommt drauf an. Kann ich jetzt schwer sagen, müsste jetzt vergleichen, wie viel Forschung und so es gibt. Was ich nicht tun werde. Also das könnte ich anbieten, wenn jemand Interesse daran hätte. Dann könnte ich anbieten Warcraft 1. Die Reich, das wird sogar Abandonware. Da müsste ich meine Regeln nicht ändern. Wenn da jemand dran Interesse hat. Gut, wahrscheinlich. Gut, Dämon wollte die Echtzeit-Strategiespiele noch gucken oder. Ich will auch irgendwann Dune gucken, aber das macht er wahrscheinlich eh nie. Der lügt mich nur an! Dieser Sohn seiner Eltern! Ja, was noch? Was noch? Wie heißt's? Ich habe da noch so ein Spiel, das ich auch mal spielen wollte und irgendwie nie die Zeit dazu hatte. Oder immer wieder vergessen habe. Seven Legion, Legion, siebte Legion. Muss man auf Deutsch auszusprechen. Soll wohl Command & Conquer ähnlich. Gut, das ist, ich glaube, wenn man echt so ein Strategiespiel auf dem Markt wirft, ist es immer Command & Conquer ähnlich. Einfach, weil halt jeder Schwein Command & Conquer kennt. Ja. Also zumindest Leute, die echt so ein Strategiespiel spielen. Ich hätte auch noch ein anderes Spiel im Angebot, das funktioniert aber nicht, weil es irgendwie sich nicht starten lässt, wenn man mehr als 3 GB Arbeitsspeicher im Rechner hat und. Ich werde die jetzt nicht rausbauen, das könnt ihr vergessen. Von daher fällt das dann mal weg. Also das wären jetzt so die Möglichkeiten und Dinge, die ich mir vorstelle. Ich könnte natürlich auch alternativ die Tiberian Sun überspringen und gleich mit Alarmstufe 2 weitermachen, aber muss nicht sein jetzt, Alarmstufe 2, also muss nicht unbedingt sein. Auch die danach, wobei generell geht noch, aber die anderen Teile, wo dann noch so kamen, es muss nicht sein. Apropos, wo ich gerade dabei bin, StarCraft hätte ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Also den ersten Teil. Hey, der liegt sogar da. Cool. Kann ihn anschauen, während ich euch erzähle, dass er da liegt. Das könnt ihr natürlich auch an Let's Playen. Wobei, nein, da muss ich das Addon. Oh Gott, das StarCraft wurde später so unglaublich schwer, ne? Hm. Streicht StarCraft, das streicht er gleich wieder, ne? Schön einmal Farbe, dann geht er streichen, passt schon. So, danach wieder ein Shooter. Ich werde hier übrigens demnächst bei meinem Fuck, also bevor ich das Video hochlade, noch so eine kleine Dingsbums draufsetzen. Link zu Dingsbums, wie heißt Amazon Wunschgeschenkliste, wie auch immer. Da steht übrigens Decent 3 drauf. Das könnte ich nach dem, was auch immer hier kommen wird, weil Tiberian Sun wahrscheinlich immer noch nicht geht, Let's Play. Vorausgesetzt, es kauft mir jemand. Decent 3 werde ich nämlich nicht Let's Playen, wenn es, außer es kauft jemand Original. Das mache ich allerdings nicht irgendwie, weil ich es mir nicht leisten kann. Einfach nur, das mache ich einfach nur, um Dämon zu ärgern, weil er es verdient hat. Und er wird es mir wahrscheinlich eh irgendwann kaufen, weil sie denkt, boah, fick dich, du Arschloch. Let's play das endlich! Ah, dann kauf sie eben, Hurensohn. Ja. So viel zu meinem ersten Hauptprojekt. Ich glaube, noch weiter in die Zukunft brauche ich dann wirklich nicht planen, weil. Ja, ich habe zwar keine Ahnung, wie lange manche Spiele dauern, was weiß ich. Earth 2040 wäre dann zum Beispiel wieder komplett blind. Warcraft 1 habe ich mal angespielt. Siebte Legion wäre auch komplett blind. StarCraft habe ich schon mal durchgespielt. Emperor habe ich auch schon mal gespielt. Allerdings mit Geldcheat das letzte Mal. Damit geht Einheiten bauen viel besser, sage ich euch. Das ist, kann ich nur empfehlen. Also es wäre dann so, das größte Teil wäre dann blind. Gut, Emperor dauert einfach ewig lang und wird irgendwann total nervig, wenn sie mit den scheiß drei Lachsen kommen. StarCraft ist eh höllenschwer. Zumindest die späteren Missionen und das Addon vor allem, finde ich. Gut, ich kann auch keine Echtzeitstrategiespiele. Ich stelle mich dem an wie der letzte Hans. Ja, also das wären so die nächsten, so beim ersten Hauptprojekt. Ne? So, zweites Hauptprojekt. Da habe ich momentan noch Versacken. Ja, von Delfino vorgeschlagen. Der darf eh nichts mehr vorschlagen. Von daher braucht er gar nichts mehr posten dazu. Da kommt als nächstes dann erstmal Schleichfahrt. Vielleicht kennt das jemand.
wurde im Englischen Archimedean Dynasty oder so genannt. Das ist der Vorgänger von Aquanox, wenn das vielleicht jemand mehr sagt. Und ja, also zweite Hauptprojekt wird mehr so wegen Storylastig vielleicht, wenn sie es einrichten lässt. Siedler 2 werde ich dann wahrscheinlich auch als zweites Hauptprojekt machen, allerdings erst wenn Siedler 1 durch ist. Könnte noch ein bisschen dauern, also ich rechne da inzwischen, also zweite Playlist wird es auf jeden Fall werden und 300 Video aufwärts, denke ich mal. Ja, könnte doch 2-3 Minuten dauern. Folgen, Minuten. Ja, so viel dazu. Dann werde ich da vielleicht auch Siedler 2 reinpacken. Sonst, ja, jetzt erstmal vor Sacken durchspielen, dann Schleifer, das wird noch ein wenig dauern. Und dann, keine Ahnung, ich hätte hier noch, was hätte ich noch im Angebot dafür? Also wenn ich kommerzielle Spiele mit mitspielen soll, dann wird sich da Siege of Avalon anbieten. Anno 1602 könnte ich damit reinstopfen. Weil es hatte irgendwas mit Wirtschaftssimulation zu tun und nicht direkt nur Echtzeitstrategie. Das habe ich auch noch original hier. Gut, Siedler 2 werde ich, wie gesagt, die Reihe erst fortsetzen, wenn Siedler 1 erstmal durch ist. Ich könnte auch mal SimCity spielen, ne? Nein, nicht ohne Geldsheet. Das lassen wir dir. Muss ich mal gucken, ich habe hier noch mehr. Noch einiges mehr und dann habe ich noch DOS-Spiele und ach, was weiß ich was. Da wird sich schon was finden, ne? Hatte noch ein bisschen Zeit. Ich könnte auch einfach mal in meinen DOS-Spiele-Ordner schauen. Nein, das wäre jetzt so umständlich. Ich rede lieber noch ein bisschen. Ich höre mir so gern selbst reden. Ich könnte auch Gothic 1 mal spielen. Also wenn wir jetzt kommerzielle Spiele mit einschließen soll. Aber das dürft ihr dann entscheiden, indem ihr Kommentare schreibt, die ich dann ignoriere, wie gesagt. So, dann weiter zum Amiga-Projekt. Die Siedler 1, ja, wie gesagt, also ich gehe davon aus, dass es noch mindestens also nochmal so viel Folgen werden und ich denke mal, es werden über 300 Folgen werden, also zweite Playlist wird es da auf jeden Fall werden. Ich könnte mal kurz was looken. Verbinde dich mal, mach mal Video Manaka. Übrigens ist F2041 Intro. Hier lade ich gerade Zeug hoch. Playlists. Wie lang ist die Playlist überhaupt? Ich habe hier so viele Playlists inzwischen. Oh, nur 49 Stunden. Na, das geht auch noch. Also unter 100 Stunden komme ich glaube ich aus dem Projekt nicht mehr raus. Apropos, wo wir gerade bei 100 Stunden sind. Wie lange geht das überhaupt? Oh, naja, das werde ich bald einholen. Ja, also wie gesagt, bevor Siedler 1 fertig ist, komme ich dann mit Siedler 2 gar nicht erst an. Und nein, erzkonservativ, Constructor werde ich in nächster Zeit nicht spielen. Vergiss es! Geh weg! Pfui! Ja, also Amiga-Projekt. Danach wird erstmal Amberstar kommen. Das wird wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich würde ich das ausschließen, wenn es auch noch eine zweite Playlist braucht. Was ich danach spiele, weiß ich noch nicht. Bin mir noch unentschlossen. Patrizia hätte ich mal wieder Lust, aber das will sie nicht so richtig installieren lassen. Und von Diskette möchte ich ehrlich gesagt, wenn nicht unbedingt notwendig, nicht spielen, weil. Diskette ist ein bisschen langsam. So Ladegeschwindigkeit. Nicht schön. Danach werde ich dann Amber Moon spielen. Ist zufällig der Nachfolger von Amber Star. Der wird wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Den kann ich übrigens auf Festplatte problemlos starten und so. Was sehr gut ist, sonst lädt man sich da tot. Ja. Das waren dann die Amiga-Projekte erstmal. Was ich danach mache, dauert noch sehr lange. Ich glaube, die Idee mit den kommerziellen Spielen ist gar nicht gut, weil wenn ich dann so meinen Schrank schaue, was ich da noch alles an bösen, bösen Spielen habe, die sehr lange dauern. Oh. Ja, wahrscheinlich kommt Erzkonservativ dann an und schreibt dann gleich, oh, spiel doch die ganze Earth-Trilogie. Okay, soll ich, also Earth 2160 habe ich nur mal die Demo gespielt oder Beta, was damals rauskam, war nicht so toll, wie ich fand.
keine Ahnung, Nebenprojekte, ja gut, die müsste ich mal weitermachen, bei Gelegenheit mal irgendwann. Ja. Das wollte ich nur so kurz ankündigen, hat auch nur eine Stunde oder so gedauert. Und ja, machen wir zu. So, wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare, ich ignoriere sie dann sowieso und mache, was ich will, also von daher. Ich glaube, ich würde wirklich Earth 2041 mal let's playen. Jetzt habe ich es endlich mal. Es ist schwierig, an sowas ranzukommen teilweise. So sind immer so Sachen, wo man illegal nicht mehr runterladen kann, dann wird es immer schwierig, an sowas ranzukommen. Kaufen kann man sowas eh meistens nichts mehr. Schwierig. Schwierig. Ich habe übrigens auf meiner Wunschliste auch eine Festplatte stehen. Also wer will, dass ich in nächster Zeit Earth 2041 einfach mal so nebenbei Let's Play, kann mir die ja kaufen. Weil meine 2 TB Festplatte ist zu klein. Auch wenn Dämon das irgendwie anders sieht, aber der Kerl hat eh keine Ahnung. 2 TB reichen völlig aus. Ja, toll. Ständig voll. Muss ständig das Ausgangsmaterial löschen, noch bevor ich weiß, ob es asynchron ist. Den sein Gehirn arbeitet asynchron. Wo war ich jetzt? Ich glaube, ich habe angefangen mit Punkten und habe ihn da jetzt irgendwie. Ja. Egal, Karl. Schreibt eure Meinung einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich ignoriere sie dann und vergesse sie wieder. Wenn ich sie überhaupt lese, was ich ja eh nie mache. Ich lese nie Kommentare. Ich schreibe auch immer wieder denselben Scheiß rein. Steuerung C, Steuerung V als Antwort, das mag eh keiner. Ergibt eh nicht Sinn, was ich da schreibe, von daher. Ich schreibe, wie ich rede. Sinnlos, ne? Ja, das wollte ich bloß ankündigen. Apropos Ankündigung hätte ich jetzt fast noch vergessen. Also die erste Woche hier wird es auf jeden Fall an dem Wochenende wohl keine Videos geben, weil ich mir das erst bei unten alles anschauen und so. Wie das so läuft und so abgeht und voll krass und so, ne? Wo ist Bescheid, ey? Ja. Das war's erstmal. Sollten noch irgendwelche Fragen auftreten? Sollten noch irgendwie zu viele Lösungen für Probleme, die nicht existieren, da sein, werde ich doch ein paar Probleme schaffen, das ist kein Ding nicht, in einem neuen Video. Ja, fällt mir ein, ich brauche noch eine neue Grafikkarte, werde ich gleich mal auf die Wunschliste mit draufsetzen. Das war's für heute, wollte ich jetzt sagen, ja. Gut, ihr wisst nicht, wie spät es genau ist. Doch, ich glaube, ich habe es mal gezeigt. Ah, verdammt, muss ich ausschneiden. Egal, morgen ist es erst, wenn ich aufstehe. Bin ich heute noch nicht. Oder? Doch, irgendwie. Egal. Die Realität verzerrt sich mal wieder um mich herum. Kennt man ja. Also, das wollte ich so alles wegen ankündigen, damit meine 3 Zuschauer, die ich habe, oder 4 gelegentlich. Gelegentlich postet mal einer irgendwo in einem Video zwischen. Nein, das passt dann schon. Oh ja, ich guck deine Videos, ich guck deine Videos. Klar, Folge. Ja, klar, ich guck sie, ne? Ist voll geil und sowieso, ne? Ich schreib da mal Kommentare, ne? Wer ist denn der Typ überhaupt, hä? Egal, das war's. Wir sehen uns dann bei irgendeinem Projekt. Oder auch nicht. Ich hoffe, ich muss eure hässlichen Kackfratzen nicht sehen. Egal. Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.